Einmal im Jahr trifft sich das Who is Who der niederösterreichischen Werbeszene zur Verleihung des Goldenen Hahns. Jeweils 5 Nominierte in 12 Kategorien ritterten um die begehrten Awards. Dem voran schritt die Verleihung der Nominierungsurkunden, wo auch wir zahlreiche Mostviertler Unternehmer und Agenturen im tollen Ambiente des Casinos Baden antrafen. Für Spannung war auf jeden Fall gesorgt. Ja, für unsere Hauszeitung, das ist zugleich die Speisekarten und auch das Prospekt vom Haus. Ich meine, es ist überall nur ein bisschen angesetzt. Es gibt sehr wohl eine eigene Speisekarte im Haus, aber das Journal ist einfach, das spiegelt mein Haus. Und das soll es irgendwo zeigen. Und die Mühe, was der Oliver Weiß für das gemacht hat, freut mich, wenn es heute belohnt wird. Wir sind nervös und freuen uns schon auf die Preisverleihung. Auch in der Kategorie Online fanden sich Bekannte. Das Spannende ist, warum Webdesign? Weil wir vermutlich die geilste Homepage gemacht haben, mit dem geilsten Design, wo sogar jetzt die Krawatte dazu passt. Ich darf jeden einladen, geht auf www.liköre-zehethofer.com, dann wisst ihr, warum die Krawatte heute da ist. Also wir produzieren sehr hochwertige Liköre im Mostviertel und wir schauen nur, wir sind ein kleiner Familienbetrieb, was ich mir im Prinzip im Hobbybereich selbst aufgebaut habe. Wo wirklich Liköre nur produziert werden mit echten Früchten und das bringt auch die Qualität und das kennt man auch im Geschmack. Aber auch wir selbst waren nominiert und entsprechend nervös. Jetzt stehen wir da im Casino, quasi am Vorplatz vom Casino Baden und sind nominiert. Und zwar in der Königsdisziplin Kampagne. Wie geht's da als Kunde? Du bist in Doppelfunktion heute hier. Zuversichtlich, ich glaube jetzt nicht, dass wir es reißen werden, weil du uns ja in die Königskategorie katapultiert hast. Ich freue mich einfach aus dieser Bestätigung für den Umstieg auf die neue Zieh. Und es war sicher kein leichter Weg, oder? Ja, das ist eigentlich schon die Frage. Wie war der Weg bis dahin? Der Weg war, glaube ich, nicht so schwer. Wir haben sich eigentlich inspirieren lassen von den M4. Wir haben schon immer gute Ideen gehabt dazu und wir haben einfach das, was wir uns gedacht haben, ideal umgesetzt. Und ich glaube, es ist was Gutes rausgekommen. Arte Tech ist unsere Werbeagentur der ersten Stunde. Viele feiern ja Jubiläen. Brandner-Schifffahrt gibt es 20 Jahre heuer. Wenn man jetzt einmal Mäuschen spielen würde und ein normales Gespräch zwischen Agentur und Kunde mitverfolgen würde, die erste Stunde ist einmal nur lustig. Ne? Da haben wir mal nur Spaß und das ist einmal ähnlich wie bei uns auch. Ne? Und dann so ein Event als Abschluss eines mühsamen Arbeitsjahres. Und deswegen sage ich, hey, wir haben schon gewonnen, wir sind hier. Bei der Verleihung hieß es dann inne und Daumen halten. Im Sinne eines hochkarätigen Wettbewerbs durfte zumindest einer der Interviewten voller Stolz einen goldenen Hahn in die Luft stemmen, für die anderen blieb der Stolz, nominiert worden zu sein. Bei diesem Projekt waren wir übrigens filmisch auch dabei, aber wer wird es nun sein? Und zwar geht die Kategorie Eigenwerbung heute Abend an die Agentur Altetek Werbeagentur aus Amstetten. Laudator Alex Christian mit seinen zahlreichen Stimmpersönlichkeiten baten wir im Anschluss gleich um ein Siegerinterview. Ja, neben mir steht der Gewinner des Goldenen Hahns 2016, Max Meyerhofer von Artedeck aus Amstetten. Du hast den Goldenen Hahn gewonnen, für genau was? Es ist die Eigenwerbung gewesen und zwar haben wir ein eigenes Fest gemacht. Wir wissen aber nicht, warum wir es gewonnen haben, weil wir haben uns ja beim eigenen Fest am nächsten Tag nicht mehr ans eigene Fest erinnern können. Jetzt wissen wir nicht wirklich, was ist passiert. Gott sei Dank war M4 dabei, die haben Aufzeichnungen. Wir haben es angeschaut, es war ein gutes Fest. Wo kommt der Goldene Hahn hin? Ja, wir haben auch so einen kleinen Hühnerstall, also im Rheinenglisch heißt es dann wie? Chicken Stall. Chicken Stall, ja, we have a chicken stall at home. And there we place it, beside the other chickens. And yeah, one chicken after another, and for me it's necessary because... Ich muss ehrlich sagen, mir fehlt die Kraft zum Widerspruch, aber das ist einer der Gewinner, Max Meyerhofer. Er hat den Goldenen Hahn 2016 mit Abstand gewonnen, meine Damen und Herren. Mit Abstand. Ja, es war sehr, sehr knapp, aber Max Meyerhofer, er hat es geschafft.